Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir haben in der letzten Aufnahmesession hier erfolgreich den Boss besiegt. Oh, und da oben sehe ich eine Sonne, aber darum kümmern wir uns nachher. Weil hier steht ja, ein großer Platz des Todes, das ist die Arena. Vier Seiten, eine vergittert für die Armen, zwei für die Reichen und ein kleiner für den Kaiser. Hier wirf irgendwas was unter die Sonne, dann benutzt mich, um das nächste Hindernis zu öffnen. Ja, dafür müssen wir aber eh erst da hochkommen, glaube ich. Wir gucken. Oh. Die hat die eingeladen. Ich hasse die Jungs. Bevor sie dich töten. So, heil die weiter fleißig. Danke. Willenskraft. Bringt dir Willenskraft was? Ja, blocken. Oh, und eine Karte. Sehr schön. Ja, genau, da oben muss ich auch irgendwie hochkommen können dann nachher. Und jetzt, wo wir hier... ist hier offen auf jeden Fall. Da scheint es weiter zu gehen. Okay. Weiter wollen wir erstmal nicht. Barbaren. Wisst ihr, ihr hört das Stöhnen und dann kommen sie um die Ecke gerannt wie eine Gruppe tollwütiger Pudel. Und da wird man fast aus Panik. Au. Ja, fast aus Panik gehen, die Köpfe abschlagen. Der Anfang läuft schon mal nicht so gut. So, regenerieren wir Lebenspunkte. Oh, ein Quit. Oh, und das hier ist der Zwischengang mal wieder. Also da, wo der Aufzug sein sollte. Hm.
Ja, auf die habe ich gerade keinen Bock. Also ja, hier ist auch nichts. Dann bleibt uns nur noch die Tür hier. Okay, eine Gruppe von denen. Nichts weiter als das. Oh, es sind nur noch zwei. Ja. Jetzt ist es nur noch einer. Macht zwar Stärke und Beweglichkeit, aber es wirkt nicht so wirklich toll. Treppe nach oben. Da latschen wieder welche rum. Was ist mit der Richtung? Kaiserlicher Ritter. Wow, hier ist eine Menge. Ich glaube, das ist unser Essen, oder? Ja. Sieht fast aus wie unser Essen. Das ist nicht unser Essen, das ist anderes Essen. Also das in den Fässern, das hier ist definitiv unser Essen. Wir haben hier viel zum Einsammeln. Oh, nee. Vor allem Würste, die im Boden stecken. Bis ich das alles eingesammelt habe, habe ich eine Karte in der Hand. Komm. Und noch mehr Zeug, was man uns gehört hat. Halbe Weißbrötter. Weißbrote. Weißbrötter, ja. Ich auch. So, okay. Das ist Gruppenheal. Das ist... nee, das ist nicht Gruppenheal. Das ist normaler Heal. Das ist Gruppenheal. Das ist normaler Heal. Mana... ja, Heiltränke. Damit sollten wir sparsam umgehen in der nächsten Zeit. Oh, Level up unser Tank. Das ist immer gut.
Schön den Tank hauen, danke. So, Level up für dich. Erzürnt. Zurückschlagen. Schlägt unmittelbar zurück, wenn ein Angriff geblockt wird und schlägt den Angreifer. Erzeugt etwas Bedrohung. Erhöht auch die Heilkräfte von Heilige Sühne um 25. Was ist Heilige Sühne? Siegel, heilige Barriere, heiliges Opfer. Heiligere Barriere, aha. Von was nochmal jetzt? Heilige Sühne, also muss das irgendwo hier sein. Zornsiegel der Buße, spürte Schock, Götter mit uns, Opfer, himmlische Blindheit, nö, finde ich nirgendwo. Ah, da, heilige Sühne. Das Zauber von heilige Barriere heilt dich um 25 GP. Heiligere Barriere. Ah, magischer Schadensschutz. Okay. Also wenn ich erzürnt, dann wird... Erhöht allen meinen Schaden und senkt den gegnerischen Schaden. Wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Also damit tue ich mein Verwüsten verbessern, dass ich Gegner schädige. Okay, der Weg sieht aus, als ob er nach oben führen würde. Also hier hoch in das, in die Loge. Auf die Zuschauerbänke. Hi, kaiserlicher Ritter, ihr seid nur zwei. Okay. Damit kann ich arbeiten. So, ihr seid tot. Was habt ihr gedroppt? Nichts Besonderes. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Oh ja, das kommt mir wie gerufen. Hier ist eine Treppe. Es gibt Orte, die du nicht erreichst. Noch nicht. Ah, das ist eine Notiz. Okay. Also nicht eine, die zur Schatzjagd gehört, so wie das aussieht. Oh. Shit. Oh, dahinter sind sogar noch zwei von den Plebs. Nehmen wir etwas mehr Single-Target-Schaden.
Noch ein Level up gleich. Okay. Das ging jetzt gerade Schlag auf Schlag. Angriffskraft um... Senkt die Angriffskraft. Okay. Gier nach Blut. Alle direkten Schäden durch deine Fähigkeiten werden um 3 erhöht, wenn das Ziel blutet. Das hier hätte ich gerne. Also da geht's in die nächste Ebene hoch. Okay. Ja. Hasttrank, okay. Das ist jetzt die bessere Version der Hastfiole. Mal wieder ein Raum mit Kisten. Und Essen. Ich sehe hier allerdings keine Knöpfe, okay. Zu Level 8, zu Level 6, ja. So. Das sollte eigentlich reichen, um die loszuwerden. Gut. Der taugt nicht wirklich was. Durchgang. Ah. Runter. Also ja. Der auch nicht. Der auch nicht. Oh, sehr schön. Gut, da sind die Betrachter. Ah, okay, ich verstehe. Ah, und hier geht's auch hoch. Okay.